Herzlich willkommen zurück hier bei Stellaris, meine lieben Freunde. Und ihr seht, wir haben hier ein Spionageereignis ausstehend, um das wir uns kümmern müssen. Ich wollte bloß jetzt hier in der neuen Aufnahmesession kurz nochmal erwähnen, wie geil ich die neue Musik finde. Ja, ich weiß, der DLC kam aus eurer Sicht vor einem Monat raus, aber bei mir ist immer noch drei Tage vorher, genau. Ich nehme das jetzt hier gerade eben auf, bevor ich den Livestream mache für Paradox, der am Sonntag, dem 5. stattgefunden hat. Oder aus eurer Sicht stattgefunden hat. Und diesen neuen Cyberpunk-Sound feiere ich total. Ich feiere den. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. So, wir haben ein Spionageereignis jetzt hier bei der Golf Civilization. Verwundet. Bei einer unerwarteten Naturkatastrophe auf Frenfred 3, bei der auch mehrere Golfe Einheimische ums Leben gekommen sind, wurden zwei unserer leitenden Agenten schwer verletzt. Einige Anwohner eilten ihnen zu Hilfe, um die betroffenen Agenten werden nun rudimentär versorgt. Die Xenos helfen uns? Die Golf konnten unsere Agenten noch nicht befragen, doch ihre Verletzungen auch so schwer sind, sind sie im Vergleich zu dem, was viele Einheimische niedergestreckt hat, Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Operation Desinformation verbreiten einen wesentlich genaueren Prüfung unterzogen werden muss. Vor allem deshalb, weil zwei unserer wichtigsten Agenten unpässlich sind. Ja, okay, ich sag's mal so, Desinformation zu verbreiten wird jetzt schwierig, ne, wenn die jetzt quasi unsere vercyberten Magi gefunden haben. Unsere Agenten augenblicklich rausholen, das erhöht die Einsatzschwierigkeit, Infiltrationsstufe ändert sich. Oder wir sagen, wir müssen darauf vertrauen, dass ihre Tarnung hält. Hört aber auch die Einsatzschwierigkeit. Wir versuchen es einfach, ne? Wir versuchen es. Oh Gott, die Einsatzschwierigkeit ist schon wirklich brutal hoch. Ach du Kacke. Mami. Ja gut, hoffen wir mal auf das Beste. Und? Oh Gott, nee, der Ekeltyp ist da. Der Qualla Minder. Nee. Den, ganz im Ernst, den gucke ich auch nicht an. Den will ich auch gar nicht sehen. Der passt aus meiner Sicht überhaupt nichts dazu. Oh, guck mal, wen wir getroffen haben. Die Coalition of Upcyclers. Auch wenn es Xenos sind, bin ich der Meinung, dass die für uns tatsächlich sogar einigermaßen interessant. Oh, 2000 Legierungen schenken die uns. Wir haben schon seit einiger Zeit Gerüchte über Adeptus Mechanicus gehört und freuen uns, eure Bekanntschaft zu machen zu dürfen. Für einen geringen Betrag an Credits bieten wir Coalition of Upcyclers erstklassige Bergbaudienste an. Ganz egal, ob es um die Aufrüstung von Antrieben geht oder um die Verschrottung ganzer Flotten. Ihr könnt auf uns zählen, was immer ihr auch benötigt. Und um sicherzustellen, dass ihr uns vertrauen könnt, wie wäre es mit einem kleinen Geschenk, das beweist, wie viel Wert wir auf unsere Dienste am Kunden legen. Jetzt will ich mal gerade immer gucken, wo die sich befinden. Okay, wir wissen es immer noch nicht, aber sie haben uns entdeckt, wir sie nicht. Aber es haben auf jeden Fall wieder genügend Legierungen. Aber unsere Flotten sind auf jeden Fall voll. Und mehr passt auch gerade eben nicht rein. Das ist das Ding. Ich will gerade eben mal gucken, wie es insgesamt jetzt eigentlich um unsere Schiffsdesigns jetzt hier gerade eben bestellt ist. Also ich will auf jeden Fall jetzt hier nochmal die gegossenen Kristall... Oh, warte mal, das Suspensionsfeld will ich eigentlich jetzt überall mit reinnehmen. Ganz im Ernst. Oh, nee, die Energie erlaubt es nicht. Kann ich das so machen? Ja, okay, dann geht's. Gegossene Kristallplatten dürften unsere Schiffe deutlich günstiger machen. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Das ist jetzt hier das neue Ziel. Also ich will auf jeden Fall, wie gesagt, die Schildverhärtung hier irgendwie mit ins Spiel bringen. Oh, das geht immer noch nicht. Das ist ungünstig. Mal überlegen, wie günstig kann ich die noch werden. Wobei, das passt eigentlich durchaus. Wisst ihr, dieses kleine Suspensionsfeld, guck mal, das hat jetzt eine Trefferpunkte-Schilde 125 versus 100, ne? Es ist immer noch besser und wir haben halt auch noch Schildverhärtung dabei. Es ist ja 15% Schildverhärtung und nochmal deutlich mehr tägliche Regeneration Schilde. Allein deswegen sage ich jetzt mal, ist es schon wert, das zu machen. Dann haben wir noch den Zerstörer hier. Da packen wir auch noch einen rein. Ich nehme hier nochmal einen raus. So und so. Ah, es geht trotzdem nicht. Dann machen wir das noch so. Warte mal, aber dann kann ich ja immer noch überlegen, ob ich vielleicht doch nochmal ein Schild mit reinkriege. Warte mal. Wie viel? 20, nee, das kriege ich nicht rein.
Das kriege ich nicht rein. Nee, dann lassen wir das so. Vorposten für die ist auch in Ordnung. Schwarm ist in Ordnung. Die haben wir gar keinen Gefechtscomputer bis jetzt im Laufen gehabt. Schaden, Energiewaffen, Feuerrate, Waffenreichweite. Genau. Und bei denen hier haben wir die Plattform. Das ist aber auch in Ordnung. Hier weiß ich nicht, ob ich das schon machen soll. Das ist mir ehrlich gesagt gerade eben noch ein bisschen zu Critch. Das machen wir nicht. So, jetzt werden wir hier nochmal ganz, ganz kurz die Schiffe aufwerten. Das müsste aber trotz allem ohne Probleme gehen. Denn wir haben genügend kleine Artefakte am Start. Oh, und irgendwas muss noch getecht werden. Oh, Nanolegierungsgießerei. Ich möchte eher den zivilen Replikator, glaube ich, machen. Oh, wir sind durch. Oh, ja, wir können noch mehr Dyson-Sphären. Oh, ist das gut. Mehr Dyson-Sphären und so weiter und vor allem noch mehr Arc-Welders. Also ich möchte noch mehr Arc-Welders machen, also diese Lichtbogenöfen. Das würde ich auf jeden Fall jetzt machen. Oh, wäre das gut. Wobei das ja auch ziemlich gut wäre. Ganz im Ernst, wir machen erstmal ganz kurz das. Es dauert nur 14 Monate. Das reduziert nochmal ganz gewaltig unsere Reichsgröße, die, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen over the top geschossen ist. Okay, also wir suchen uns, wir hatten ja nochmal ein paar weitere Systeme, die ich jetzt hier gerne mir anschauen möchte. Wo haben wir denn nochmal, okay, das sehe ich jetzt schon, dass das hier nichts taugt. Wo haben wir noch mehr geschmolzene Welten? Warte mal, hier war 1, 2, also das, ich sehe direkt schon, dass es hier eine ist, 1, 2, 3. Nee, das, ich glaube am besten sind immer diese Mehrsternsysteme oder welche, wo halt ganz, ganz viele Dingens drin sind. Ganz, ganz viele Asteroiden. Hier zum Beispiel haben wir eine geschmolzene Welt. Das ist schon mal ganz gut. Also hier ist einer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist auch nochmal eine geschmolzene Welt. 8, 9, 10. 10 ist schon mal nicht schlecht, aber ich weiß, dass wir irgendwo auch welche haben mit 11. Oh, wie sieht es denn hier aus? Das ist ja richtig cool. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, der hier wäre ziemlich gut. Also das System Trabalore wäre ziemlich, ziemlich gut. Dann gehen wir da rein und machen jetzt hier einen weiteren Lichtbogen-Kram hier rein. Ich mache das hier bei dem Kleinen. Ja, let's go. Also, wir können nämlich jetzt zwei mehr jeweils davon haben. Zwei jeweils. Hatte ich euch eigentlich nicht den Auftrag gegeben, dort hinten hinzufliegen? Ah, okay. Die machen jetzt momentan schon... Entschuldigung, das war nicht so. Alles gut. Ich habe mich selbst verwirrt. So, die Extraktion war erfolgreich. Wir haben die abtrünnigen Wissenschaftler erfolgreich von hier mit... Drei extrahiert. Leider wurden dabei hunderte von Einheimischen der Zivilisation ohne Überlichttechnologie niedergeschossen, als sie sich im vergeblichen Versuch, ihren Gott zu befreien, unseren Truppen in Selbstmordangriffen entgegenwarfen. Der Wissenschaftler wird sich nun unserer Gerichtsbarkeit stellen, doch dieses Ereignis müssen einen gewaltigen Einfluss auf die Zivilisation auf dem Planeten gehabt haben. Sie besitzen immer noch Teile unserer Technologie und ihre Gottheit wurde gerade von Invasoren auf deren Stern weggezaubert. Das heißt für uns de facto, Leute, dass wir jetzt hier wirklich Hardcore-Desinformation verbreiten müssen. Oder sie die Gesellschaft indoktrinieren müssen. Nee, wir machen erstmal die Desinformation. Wir machen auch hier eine Desinformationskampagne. Und verlegen unsere Truppen dann wieder hier hin. So, damit kann ich jetzt endlich die tiefen Krater entfernen. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Oh Gott, ich habe schon drei Einblicke. Maximale Distrikte erhöhen. Verfügbare Gesandte, Schaden an Rivalen. Ich glaube, dass ich mehr Distrikte haben will, aber... Ressourcenproduktion durch unsere Fraktionen nochmal erhöhen. Ja, oder noch mehr... Nee, ich will noch mehr Wachstumsgeschwindigkeit für meine Pops haben. Das macht in meinen Augen sogar noch mehr Sinn. So, jetzt können wir endlich hier diese vermaledeiten
Blocker hier wegmachen, die teilweise hier wirklich radikal meine Welten geblockt haben. Ich sag's euch. Naja, zumindest einige davon kann ich jetzt hier machen. Nicht alle, aber einige sind ja auch schon mal ganz, ganz gut. Gut, 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 gut. Dafür bin ich immer noch nicht stark genug. Und wir fangen in der Zwischenzeit die Tiere ein. Nur um etwas über sie zu lernen. So, wie ich gerade eben realisiere, ist er durch die Kampfkraft unseres Schiffes nicht nach oben, sondern ein bisschen nach unten gegangen. Aber das wirkt immer nur so. Oh! Frontfred 3 hat im Orbit eine Heimatwelt einen Bau mit einer interplanetaren Raumschiffes beendet. Was auch geschieht, diese fremde Spezies ist nun bereit, sich der galaktischen Gemeinschaft anzuschließen und muss zu den raumfahrenden Spezies gezählt werden. Oh Mann. Da sind sie. Die Gorf Civilization. Seid gegrüßt. Ihr habt zweifellos unseren Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen zur Kenntnis genommen. Genau wie wir die Sternenbasis im Orbit einer unserer Sterne zur Kenntnis nahmen. Wir verstehen, dass diese Sternbasen einen hypothetischen Anspruch auf das System darstellt. Wir bitten lediglich darum, dass ihr diese Sternenbasis aufgebt und an uns übertragt. An diejenigen, die Frontfred seit jeher als Heimat erachteten. Es ist nur gerecht. Naja, also was gerecht ist, das können wir selber mal quasi so ein bisschen diskutieren. Ich werde das allerdings nicht aufgeben. Wo kommen wir denn da hin? Das ist eine lächerliche Forderung. Von einer unreifen Zivilisation, die nicht den Maschinengott anbeten. So viel sei jetzt hier schon mal klar. Jetzt muss ich mir bloß darüber im Klaren sein, dass die das jetzt hier wahrscheinlich nicht so cool finden. Und wir wahrscheinlich dann jetzt hier demnächst eine militärische Operation uns ernsthaft in... Oh! Nee, die haben sich... Das Lustige ist, die schließen sich dann automatisch an. Die Gorfs sind also jetzt weg und die sind jetzt hier de facto... Ja, die werden jetzt assimiliert. Gut, sie unterwerfen sich jetzt wohl doch der Lehre. So wie es aussieht. Gucken wir mal. Ich muss vielleicht den einen oder anderen jetzt hier rüber umsiedeln. Habe ich irgendwo noch gerade eben Arbeitslose? Ja, hier. Dann hole ich dich hier schon mal hierher. Habe ich wenigstens einen schon mal hier. Einen Technophanten hier. Und ich will eindeutig euch jetzt hier haben. Ja, ich weiß, dass jetzt hier die Stabilität ein Problem darstellt. Ich warte es mal nur gerade eben, wie... Sind es schon 31? Wie lange dauert denn das, um die jetzt hier zu assimilieren? Naja, es schwankt gerade eben immer noch ein bisschen komisch. Die Crew, die damit beauftragt war, den Krater auf Avalon zu säubern, hat eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Tief im Abgrund unter mehreren Schichten dichter Sedimente und Flüssigkeiten vergraben, befindet sich eine kolossale außerirdische Raumstation. Dieses architektonische Meisterwerk ist mit einer Technologie ausgestattet, die unserer eigenen weit überlegen ist. Das ist ja fast nicht möglich. Die Station scheint in der Oberfläche gestürzt zu sein und hat dabei den Aufprall dank seiner ungewöhnlichen Abschirmkapazitäten bemerkenswert gut überstanden. Unsere Wissenschaftler möchten es gerne untersuchen. Eine archäologische Ausgrabung würde es allerdings daran hindern, das Land bis zur Fertigstellung zu bearbeiten. Das ist in Ordnung. Jetzt muss ich mir tatsächlich mal angucken, was ich denen jetzt hier für Rechte einrichte. Ja, die haben vertragliche Sklaverei am Start. Und die sollen definitiv nicht volle Staatsbürger sein. Rechte festlegen. Die werden von uns versklavt hier. Auf jeden Fall. So, vertragliche Sklaverei. Punkt. Das sind nämlich jetzt unsere... Das sind unsere Dingens. Oh Gott, wie heißen sie denn nochmal gerade eben? Unsere Servitoren. Entschuldigung. Mir ist es gerade eben. Oh,
Mist ist bloß kurz entfallen gewesen. Argwohnische Gemüter. Unsere Agenten haben das modifizierte Virus in den Wasserkreislauf von Hiamit 3 eingeführt. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Verarbeitungsleistung des Knotenbewusstseins deutlich gesunken ist. Leider ist unser Draht nicht unbemerkt geblieben. Einige der Bewohner beginnen etwas von äußeren Einflüssen zu flüstern. Oh, wir wurden entdeckt. Das ist ja ganz toll. Im Maschinenzeitalter. Ah, da seid ihr ja. Wir haben so lange darauf gewartet, dass ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Und beschlossen, den ersten Schritt zu tun. Wie geht es weiter? Folgt den Lehren des Maschinengottes. Lobpreiset den Omnisire. So, das ist, ja, was soll ich sagen? Also, die sind natürlich noch nicht so weit. Aber jetzt kann ich natürlich noch versuchen, ihre Gesellschaft zu indoktrinieren. Das ist das, was mir jetzt hier noch einfällt. Ja, wir werden jetzt ihre Gesellschaft indoktrinieren. Unsere Ratsagenda ist übrigens auch fertig. Das ist gut, bevorzugt Gesellschaft, noch mehr Jobs aus allen Quellen, mehr oder weniger. Hier kann ich nochmal Erfahrung vergeben. Noch mehr Wachstum. Zufriedenheit Staatsbürger. Nee, ich nehme das Wachstum. Nee, ich nehme die Erfahrung dieses Mal. Ja, ich nehme dieses Mal die Erfahrung. Und in diesem Moment Level Pau. Pau ist übrigens bei Waberheim stationiert. Waberheim ist immer noch eine sehr, sehr frühe, ein ganz, ganz früher Planet. Du bist auch mein Staatsminister, deswegen mache ich jetzt hier tatsächlich, dass du Berater wirst. Deswegen ist es eigentlich ganz, ganz gut so. Oh, hier kann ich jetzt auch nochmal einen tiefen Krater entfernen. Der war auch ärgerlich, dass wir den hier hatten. Diese tropische Welt kann auch noch ein Upgrade erfahren. Und Franfred ist auch da. Ja, Franfred, wie gesagt, wird jetzt halt hier Sklaven erleben. Ja, die können aber trotzdem hier arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das heißt, hier bräuchten wir eigentlich noch einen zweiten Politiker. Habe ich irgendwo noch die Möglichkeit, einen Arbeitslosen zu verschieben? Nee, aber ich schnabuliere mir jetzt einfach mal einen von Mars. Wenn ich Mars finde. Hallo Mars, wo bist du? Kado. Warum finde ich Mars nicht? Hä? Ach, ich hab... Oh Gott, ich bin ja schon auf Mars. Es ist kein Wunder, dass ich Mars nicht finde, wenn ich Mars schon habe. Also, hier ein Büroangestellten noch rüber. Dann haben die jetzt hier den Politiker-Job schon mal besetzt und den Technofanten-Job. Und wir verbieten ihnen jetzt quasi ihre eigene, ihr wisst schon was. So, was mache ich eigentlich aus diesem Planeten hier idealerweise? Der kann natürlich auch theoretisch ein Nahrungsmittelplanet werden, aber Nahrungsmittel sind es bei uns jetzt nicht unbedingt so super knapp. Ich denke tatsächlich, dass es sinnvoll sein könnte. Also, ich warte jetzt erstmal, wenn sie alle jetzt hier konvertiert sind. Wobei doch, die machen Wissenschaft. Die machen Wissenschaft. Okay, ich werde jetzt hier erstmal das hier gegen das ein Augmentierungszentrum ersetzen. Und dann machen wir das Heiligtum der Augmentierung. Das wäre in meinen Augen jetzt hier ganz, ganz praktisch, ganz, ganz sinnvoll. Warum ist da jetzt wieder jemand arbeitslos? Okay, sie gehen schon in die Jobs rein. Es dauert nur ein bisschen. So, jetzt haben wir noch weniger Reichsgröße von Distrikten dadurch jetzt hier gerade eben bekommen. Die nächste Forschung, die wir jetzt hier angehen, wird die Mineralienverarbeitungsanlage sein, würde ich mal sagen. Oder wir gehen direkt auf den Kreuzer. Nee, das ist noch ein bisschen zu früh. Wir machen die Mineralienverarbeitungsanlage. Das ist gut. Hier sind wir schon fertig. Geil, direkt nächste Stufe. Du kannst hier alle Bergbaustationen schon mal machen. Ey, guckt euch das mal an, ne? This will be so...
Oh, das sind sogar zwei nebeneinander. Es sind sogar mehr, als ich gedacht habe hier. Okay, es ist besser als gedacht. Oh, ist das gut. Ich habe ein paar übersehen. Ja, der hier wird richtig stark werden. Das System wird richtig stark werden. Hier haben wir noch eine Alpinenwelt. Auch hier machen wir das Heiligtum rein. Das brauchen wir. 900 haben wir inzwischen in der Ingenieursforschung. Ja, wir schießen in der Ingenieursforschung immer weiter davon, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber das ist halt auch das, was uns interessiert. Und sobald wir endlich genügend Kampfkraft haben, die muss ich auch nochmal upgraden, könnten wir theoretisch anfangen anzugreifen, aber noch haben wir es nicht. Also was wir eigentlich auch noch brauchen, ist ein Verteidigungsfaktor. Bunkersysteme müssen auf unsere Welten drauf, um mehr Armeen aufzustellen. Ich mache auf jeden Fall mindestens überall schon mal einen Bunker hin, um die Zahl unserer Truppen zu vergrößern. So, das ist auch alles schon mal ganz, ganz gut hier. Ja, hier wird es schwierig, so etwas noch zu realisieren, bei all den Vorteilen, die wir jetzt hier noch bauen können. Ich muss hier eigentlich erstmal nochmal Gasextraktion und Kristallminen und so weiter und so fort reinschustern. Irgendwas ist ja immer. Och nee, hä? Doch, die machen das jetzt hier alles schon. Sehr gut. Ach, jetzt habe ich es gerade eben gefunden, wo ich bin. Ich hatte mich verirrt bei all meinen Planeten. Ja, hier machen wir das erste Heiligtum hin. Hier machen wir nochmal das da rein. Hier wird schon das Bollwerk gemacht. Hier planetare Hauptstadt, das ist gut. Auch nochmal ein Bollwerk. Hier machen wir noch ein Bollwerk rein. Hier auch nochmal ein Bollwerk rein. Ja, das hier müssen wir jetzt nochmal verbessern. Ihr seht schon, ne, wie viele Gebäude ich brauche. Das ist schon echt der Wahnsinn. Nochmal ein Bollwerk. Ja, hier machen wir noch ein Bollwerk dann rein. Hier müssen wir noch mehr Platz schaffen. Noch einen Blocker entfernen. Hier müssen wir auch noch mehr Platz schaffen. Blocker entfernen. Und hier kann ich auch so ein Teil schon reinnehmen. Gut. Wir sind auf einem guten Wege, jetzt hier unsere Flottenkapazität zu einer dritten Flotte zu vergrößern. Das würde mich sehr, sehr traurig machen, wenn das nicht gelänge. Und jetzt will ich gerade mal gucken, was für... Du hast... Das ist eine Dreiersonne. Oh, Gawain ist leider gestorben. Eine große Gedenkstätte für den Beamten Gawain. Kunsthandwerker wurden mit den feinsten Materialien beliefert, um ein Abbild von Gawain zu formen und damit ihn in die lange Reihe der legendären Helden des Adeptus Mechanicus aufzunehmen. Sein majestätisches Antlitz möge in Stein und Metall geätzt und dazu dienen, an ihn zu erinnern, was ein starker Anführer alles erreichen kann. Okay, dadurch haben wir jetzt hier unseren Erzmagos verloren. Diesen Job lassen wir jetzt hier erstmal Godzilla machen. Später, ich muss jetzt aber auch nochmal ganz, ganz kurz mal gucken, ob wir dadurch auch vielleicht einen Anführer auf unseren Planeten eingebüßt haben oder nicht. Bis jetzt, doch, uns fehlt hier tatsächlich einer. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen neuen holen. Und nach Stranger und Godzilla wird es jetzt der Frank Schwingeweizen werden. Ja, Frank Schwingeweizen, du bist jetzt auch Teil davon. Was ist das für eine Welt hier? Bis jetzt hat die noch nicht besonders viel. Wird eher eine Energiewelt werden. Was ist mit dem hier? Handelswert. Baugeschwindigkeit Schiffe. Ich habe sehr, sehr viele mit Baugeschwindigkeit. Nee, ich nehme, glaube ich, einfach den hier. So. Das hier, Freunde, wird Frank Schwingeweizen sein. Frank Schwingeweizen. Der ist nun auch da. Willkommen im Team. Und damit haben wir jetzt auch die Kontrolle jetzt hier wieder über diese Systeme. Wir behalten den immer noch. Oder?
Weil der arbeitet ja eh kostenlos für uns. Wir behalten den noch. So, jetzt haben wir schon 265. Guck mal, wie schnell das geht. Unsere Flotte wird größer. Was echt fantastisch ist. So, jetzt ist der Stadtdistrikt gleich durch. Und dann kann ich jetzt hier das auch noch reinbasteln. Hier fehlt es aber auch noch dazu sowas. Ja gut. Hier kann ich das auch noch machen. Hier wird immer noch das Bollwerk. Jetzt haben wir schon 274 Bollwerk. Das ist so geil, das ist so geil. Hier machen wir auch nochmal Bollwerk-Gedöns. Ich habe hier das überall noch gar nicht gemacht. Ich dachte, ich wäre überall schon gewesen. Ich habe anscheinend einige komplett ausgeklammert. Ja, ich muss einiges ausgeklammert haben. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Hier mache ich noch einen Stadtdistrikt. Auch den hier muss ich noch erweitern. Ich habe diese gesamte Zone hier ausgeklammert gehabt. Eindeutig. Aber sind wir schon bei 290. Wir finden immer wieder immer weitere komische Aliens hier. Mordhand haben wir jetzt hier besiedelt. Da machen wir jetzt die Genklinik noch mit rein. Gut. Also jetzt haben wir 303. Ich kann auf jeden Fall jetzt hier unsere Flotte nochmal kopieren. Eine dritte erstellen. Zack, zack, zack. Also wir machen jetzt 20, 10, 50. Wobei, man könnte auch mal was anderes machen. Genau, wir machen mal eine Abwandlung dessen. Wir haben eh noch nicht genügend Mats, um jetzt die Flotte so groß werden zu lassen. Auf einen Schlag. So, Mineralienverarbeitungsanlage ist nun auch im Start. Der große zivile Replikator-Komplex, der ist in 22 Monaten möglich. Oh, und James Norska hat ein Level-Up. James Norska ist momentan einfach nur ein Wissenschaftler. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien, werden wir wohl wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Möglicherweise mache ich aus ihm noch einen Planetengouverneur. Ich glaube, James Norska wird jetzt ein Planetengouverneur für eine unserer Forschungswelten werden. Dann macht er nämlich mehr Forschung. Genau, hier rein mit dir, mein Guter. Und jetzt sieh mal zu, dass du aus diesem Planeten was Cooles machst. Etwas Wertvolles für uns. Mehr Wachstumsgeschwindigkeit für Bewohner ist auch da. Mehr Distrikte. Oh, das ist halt immer noch cool, aber noch brauche ich es nicht. Nee, was ich jetzt machen möchte, ist hier noch mehr Blocker entfernen. Wir müssen endlich die Natur beherrschen. Das muss unser Ziel sein. Und jetzt bauen wir unsere Skitarii-Armeen jetzt hier aus und Flotten. Schade, dass ich die Armeetypen nicht umbenennen kann. Zumindest ist mir das nicht bekannt, ob das geht, ohne zu modden. Aber wie gesagt, ich modde jetzt hier nicht in einer Preview-Version, das wäre Quatsch. So, jetzt haben wir das hier fertig, jetzt machen wir das Bollwerk hier noch mit rein. Und wie gesagt, aus dem Ding mache ich jetzt hier auch eine Forschungswelt, eine Tech-Welt. Die meisten von denen sind jetzt hier schon assimiliert, wie ihr sehen könnt. Wir werden aber auch gleich noch Arbeitslose haben. Und ehrlich gesagt finde ich das hier ungünstig. Ich brauche das hier nicht. Ich ersetze das hier durch Industriedistrikte. Ich ersetze zwei Stück hier auch durch Industriedistrikte. Und möchte dann denen hier klar machen. Wo ist es denn? Genau, dass sie hier hauptsächlich Zivilindustrie machen sollen. Das wird ihre Aufgabe hier sein. Der Rest gar nicht so sehr. So, das ist jetzt ja auch gleich fertig. Können wir schon mal... Ja, Franfred Reier, den Abschaum der Niederträchtigkeit. Ihr wollt mich doch verarschen. Warum eigentlich? Ja. Sie haben gar keine Arbeitslosen. Das Spiel hat schon wieder Allüren, ich sag's euch. Allüren über Allüren. Nobody understands. Eigentlich, wie gesagt, hier müsste ich jetzt hier so meine Cadias hinmachen. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich ein Habitat mache und dann hier quasi so ein Cadia erschaffe.
Ist aber nur so eine Idee. Oh, es fehlt mir hier tatsächlich das Material, aber das macht nichts. Let's go. Du bist ja immer noch dabei, das hier alles umzubauen. Gott, ey, guck mal, wie viele Mineralien das jetzt hier schon wieder werden. Das ist der Wahnsinn. Okay. Okay, die Aliens auf Hiamit 3 sind ins Dampfzeitalter zurückgefallen. Was, wenigstens sind sie essbar? Unsere genetischen Veränderungen am Knotenbewusstsein auf Hiamit 3 hat die Spezies als Vektor für fortgeschrittene Intelligenz unbrauchbar gemacht. Man kann sogar davon ausgehen, dass eine Singularität verhindert wurde. Während viele der Bewohner die das miteinander verbundene Muskuloiden weiterhin für ihre Berechnungen verwenden, haben andere herausgefunden, dass die Kreaturen eine ausgezeichnete Proteinquelle darstellen. Lecker, essbare Maschinen. Okay. Essbare Maschinen. Monatliche Nahrung plus 20%. Gut, das heißt, sie werden jetzt tendenziell nicht mehr verhungern. Jetzt haben wir diesen komischen Xenos versehentlich geholfen. Dass uns sowas passieren muss, ist ja beinahe schon skandalös. Okay, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier alles gerade eben soweit im Griff. Unsere Flotte wird größer. Wir können jetzt auch Sumpf entfernen. Und jetzt, nachdem wir das gemacht haben, möchte ich der lebende Staat, glaube ich. Ja, ich möchte der lebende Staat machen. So schaut's aus. Unsere Flotte hier soll noch weiter wachsen. Das wird sie auch. Vor allem, weil wir jetzt hier gleich noch in der nächsten Folge jetzt das hier dann fertigstellen werden. Und dann suchen wir nach einem weiteren Ort, wo wir so ein Teil aufbauen können. Wir müssen es halt bloß so langsam aber sicher auch gucken, wo wir vielleicht noch Energy Credits rauskitzeln können. Da wurde ich nämlich rüde unterbrochen. Der hier macht zum Beispiel 6 Energie. Oh, das ist fantastisch. Da wissen wir, wo wir hinwollen. Ja, in diesem Moment ist der Würfel gefallen. Alea Iacta Est, beziehungsweise, jetzt ist der Würfel gefallen. Wir holen uns hier in Corellia diesen mega fetten Dyson-Schwarmpunkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, meine lieben Freunde. Tschüss und Ade.